Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Teil von Let's Play Mormon. Ich habe Lord besiegt und bin erneut Champion der Liga geworden. Warum? Warum habe ich schon wieder verloren? Ich habe doch keine Fehler gemacht. Verdammt, du bist schon wieder Champion. Aber das gönne ich dir mal wieder nicht. Nagi! Oh, du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Liga-Champion. Du hast so viel gelernt, seit du dich mit Shigi an die Arbeit gemacht hast, den Pokédex zu vervollständigen. Nagi, du bist um einiges weiser geworden. Lloyd, du hast mich sehr enttäuscht. Ne, komm, muss nicht enttäuscht sein wegen Lloyd. Er hat sich die größte Mühe gegeben. Nagi, du hast verstanden, dass der Sieg nicht allein dein Verdienst war, dass deine Mormon mitbeteiligt waren. Folge mir. Okay, ich komme mit. Erneuter Glückwunsch, Nagi. Das ist die Ruhmeshalle. Oh yeah, alle Liga-Champions werden hier verewigt. Auch ihre Pokémon. Nagi, du hast hart gearbeitet und alle Herausforderungen bestanden. Glückwunsch, ihr werdet erneut in die Ruhmeshalle eingetragen. Yeah. Mein Team, was mir bei der finalen Schlacht geholfen hat. Ray, mein Mewtwo. Yami, mein Zapdos. Yotsuba, mein Satenia. Hikari, mein Ho-Oh. Noloka, mein Turtok. Und Lugia, mein Lugia. Willkommen in der Ruhmeshalle. Und ich werde euch auch nicht vergessen. Tsuruya, Yue und Kitsune. Ihr habt mir auch viel geholfen. Liga Champion, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, es war auch ein hartes Stück Arbeit. Und damit wäre dieses Let's Play beendet. Stimmt mich schon ein bisschen traurig, aber auch die schönen Dinge gehen mal zu Ende im Leben. Ist Leute schon wieder traurig? Oh ja, es gibt sich schon. Na, dann ist ja gut. Jo, das Einzige, was jetzt kommt, ist der Abspann. Und ich möchte diese Zeit nutzen, um mich wieder bei einigen Leuten zu bedanken. Ich habe mich ja schon nach meinem ersten Sieg in der Liga bei einigen Leuten bedankt, aber jetzt möchte ich noch ein paar Leute nennen, denen ich meinen Dank aussprechen möchte. Da wäre erstmal Lloyd, mein guter Freund, den habe ich ja letztes Mal vergessen, wie konnte ich das bloß machen. Lloyd, danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare, die du mir ab und zu schreibst. Dann bedanke ich mich bei Yukiko Akatsuki, hat mir auch manchmal geschrieben, danke. Dann ein anderer User, der mich schon sehr lange verfolgt, der hat mich schon auf meinen alten YouTube-Kanälen geguckt. Keroborus 2 oder Keroborus 2 hat sich meine Let's Plays angesehen, obwohl er nicht mal Deutsch versteht. Also dafür vielen Dank. Also, thank you for watching. Dann als nächstes wäre da Hardy 654. Hat mir auch ab und zu geschrieben. Vielen Dank dafür. Dann Skellborn. Der schreibt momentan so gut wie in jedes meiner Videos rein. Das ist echt nett. Ich freue mich über alle Kommentare von dir. Und freue mich, wenn du und auch alle anderen weiterschreiben. Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Pianoman 302006. Hat mir jetzt noch nicht so viel geschrieben, aber trotzdem danke für das, was du geschrieben hast. Würde mich freuen, wenn du auch mal wieder was schreibst. Dann kommen Shinji 1602. Hat mir auch ab und zu geschrieben. Genauso wie Fly Like a Dragon. Cooler Name. Dann hätte ich da Liniu Chia, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig aufgeschrieben. Danke fürs Schreiben. Dann als nächstes Adeptas Sororitas. Mann, du hast wirklich einen originellen, coolen Namen. Hat jetzt nicht unbedingt so viel in meine Videos geschrieben, hat mir aber einige PNs zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Dann steht hier, oh Mann, wieder so ein komplizierter Name. Lailo Daguna. Danke fürs Schreiben. Der nächste Kandidat hat vielleicht den besten Nickname überhaupt. Stummer Vogel. Hat mir leider nur einmal geschrieben, aber dafür ein sehr langer Beitrag. Okay, als nächstes habe ich dann XX Misty Fan XX. Hat mir auch nur einmal geschrieben, aber hat mir einen entscheidenden Hinweis gegeben, dass ich in Prismania City den Tee finden muss. Habe ich nämlich selber total vergessen und wenn sie oder er, ich glaube, es ist eine sie,
Bin mir jetzt nicht sicher. Also, wenn du mich nicht darauf hingewiesen hättest, hätte ich ihn vielleicht übersehen und ewig danach gesucht. Dafür danke. Dann als nächstes Flexis. Hat mir ein paar Mal geschrieben, dann habe ich aber nichts mehr von ihm gehört. Schade. Und als letztes auf meiner Liste Seto0019. Danke für deinen Kommentar. Ja, das wären alle Leute, bei denen ich mich bedanken wollte für Kommentare. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wenn doch, schreib mir, dann werde ich das bei Gelegenheit nachholen. Und ja, was soll ich noch zu Murmon sagen? Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Also Murmon, genauso wie Pokémon an sich die Edition, ein wirklich tolles und spaßiges Spiel. Also man kann da wirklich so viel Zeit reinstecken. Kann man, muss man aber nicht. Und im Großen und Ganzen einfach ein geniales Spiel, wie ich schon gesagt habe. Und ich komme zu Hause an. Meine Reise endet. Wir haben viel erlebt. 128 Videos sind es geworden. Somit mein längstes Let's Play. Ich hoffe, ihr schaut mir auch in Zukunft weiter zu und hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Let's Play. Genauso wie ich Spaß hatte zu zocken. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Dieses Let's Play ist vielleicht zu Ende, aber Murmon geht weiter.